Es ist los, es ist Party angesagt. Disco, Bobo, Dingalingaling, Dingalingaling, und alle Herzen singen. Disco, Bobo. Shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr so blinkende Elemente, wie ich sie jetzt gerade im Hintergrund habe, wie ihr das selber für euer Stuntrennen erstellen könnt. Was richtig geil wäre, wenn ihr halt so ein paar richtig geile Rennen damit erstellen würdet und den Link dann in die Kommentare reinposten würdet, damit ich so eine Spielerliste mal machen kann, wo ich dann gemeinsam mit euch allen die ganzen Rennen teste. Also bei den Disco-Rampen oder wie das heißt oder wie man es nennen soll, ich habe keine Ahnung, finde ich halt geil, wenn es halt wirklich nachts ist, wenn es dann wirklich so übertrieben blinkt und es, also ich finde es einfach nur geil. Und deswegen zeige ich euch den Glitch und hoffe natürlich, dass es euch gefällt. So, und jetzt geht's los. So, und wie ihr den Job-Editor öffnet, ich denke mal, das muss ich keinem mehr von euch sagen. Und ihr müsst jetzt einfach mal unter Stuntrennen gehen, um euch ein Stuntrennen zu erstellen. Also zum Zeigen spare ich mir mal die ganzen Ausrufezeichen, erstelle mal keinen Namen und das Ganze, sondern ich gehe gleich mal auf Platzierung und zeige euch, wie das Ganze funktioniert, damit die ganzen Rampen und so blinken. Also den Auslöser, den muss man auf jeden Fall machen und den mache ich jetzt mal kurz dahin und jetzt gehe ich schon auf Zusatzelemente. Danach werden ja gleich mal beim Stuntrennen die ganzen Stuntelemente angezeigt und dort ist halt noch wichtig, dass ihr irgendwie Stapeln von Zusatzelementen, dass ihr da einen habt. Mit den Röhren funktioniert das Ganze leider nicht und mit den Rampen leider auch nicht, aber ihr könnt ja mal probieren, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Röhre, die ihr auch so blinkend hinbekommt. Also ich habe jetzt einiges probiert, da hat es nicht funktioniert. Und deswegen gehe ich jetzt einfach direkt weiter zu den Elementen, wo ich schon sicher weiß, dass es auch funktioniert. Und zwar mit den ersten Looping, also halber Looping und voller Looping und was es da alles gibt, da funktioniert es nicht. Aber dann bei der Spirale hat es dann angefangen, dass es funktioniert und das ist halt dann richtig geil. Also ich fange jetzt gerade mal an mit der kleinen Spirale. Und zwar, ihr wählt irgendeine Farbe aus und platziert es dann mit X. Danach ändert ihr die Farbe und drückt dann nochmal X. Dann seht ihr schon, dass es jetzt so ein bisschen rumpackt. Und dann müsst ihr mit der Kamera einfach näher hingehen, damit ihr seht, wie geil es eigentlich wirklich aussieht. Dann könnt ihr einfach ein anderes Element nehmen oder das gleiche nochmal, verschiebt es ein bisschen, wählt die Farbe halt wieder aus, platziert das Element, drückt dann halt mit X platzieren und ändert dann die Farbe und drückt dann nochmal X, um das Ganze nochmal zu bestätigen. Und dann seht ihr schon, dass die zweite Rampe auch so übertrieben backt oder mit der Farbe so richtig, ja, keine Ahnung, pulsiert oder ich weiß nicht, wie man das sowas nennen soll. Auf jeden Fall, ich finde es halt richtig geil, weil ihr könnt einfach so extrem viele Elemente damit machen. Also die ganzen Spiralen, die funktionieren alle, die Wallrides funktionieren alle und da könnt ihr halt wirklich so richtig geile Farbkombinationen machen. Also wirklich halt immer drauf achten, das Element platzieren, dann die Farbe ändern und dann mit X nochmal platzieren. Und dann sind, glaube ich, zwei Elemente dann so quasi ineinander. Das Spiel kapiert es nicht so richtig und es sieht halt richtig geil aus. Also, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Natürlich hoffe ich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, dann würde ich mich natürlich tierisch über ein Like freuen. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, sage mal, was ist denn jetzt los? Dann könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren, würde mich natürlich noch mehr darüber freuen. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also, Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.